Einen wunderschönen guten Morgen aus Lienz, Osttirol, beschert uns mit, ich würde sagen, dem perfekten Bikewetter. Ich habe mir natürlich einen ordentlichen Guide gesucht, und zwar Gabriel Wiedmer. Der kommt hier aus der Ecke und der wird mir mal so ein bisschen zeigen, was der Geheimtipp Osttirol so im Petto hat. Aber wir gehen jetzt Fahrrad fahren, oder? So schaut's aus, das wäre mal der Plan. Und dann zeige ich dir mal, wie es so ausschaut. Ich bin total gespannt, weil ich werde einfach blind hinterherfahren und Gabriel wird wahrscheinlich einen oder anderen Backflip oder irgendwas einbauen. Dann muss ich auch einen machen. Hey Peter Sagan Trail, was erwartet mich? Boah, geile, flowige Kurven, boah, geile Sprünge, kurze Jumpline. Und ansonsten lass dich überraschen. Ich roll dir einfach hinterher. Genau. Für die aufmerksamen Leute, die es gesehen haben, ich bin. Der geht sogar einmal richtig auf. Ich bin wieder auf Flats unterwegs. Genau das Richtige, wenn es ums Chippen geht. Nice. Der kam überraschen. Aber gleich mal drüber gezündet. Ja. Es ist das erste Mal, dass ich heuer denn von oben fahre. Also. So, warte mal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Obwohl Peter Sagan eigentlich ein Rennradfahrer ist, hat diese Line auf jeden Fall unfassbar viel Flow und ein paar richtig geile Kicker, die ein bisschen steiler sind, zum Whippen und ein paar Tricks machen. Aber keine Sorge, es ist alles abrollbar. Also definitiv eine safe Variante, kann man sich einfach mal angucken. Und man hat die ganze Zeit ein wunderschönes Panorama im Hintergrund. Panoramic! Los, außer voll aus dem Wald. Da ist unser fetten View. Panorama hat man hier relativ viel, oder? Ja, voll, das auf jeden Fall. Du wohnst da, wo wir hinfahren, um Urlaub zu machen. Kann man so sagen, ja. Genau, ja, es ist echt schwierig, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Ja. Bist du in Lienz zur Schule gegangen? Ja, fix. Ja, genau, also das sieht man da jetzt nicht. Aber das ist in der Stadt da unten quasi, ja genau, also 20 Minuten von mir. First time, welcome to the jungle. Ja, blind. Voll Weltcup-Star, Junge! Ja, ich hab 10. Jawohl! Und mit Welcome to the Jungle werden genau die Experten abgeholt, die keinen Bock mehr auf Murmelbahnen haben. Endlich mal wieder natürliche Single Trails in einem Bikepark. Absolut empfehlenswert. Juhu!
Scheiße, geil! Sehr geil. Hast direkt neben einem Trailer-Einstieg eine Minigolfanlage. Da kannst du die Familienmitglieder parken, die noch nicht vom Bike-Virus infiziert sind. Richtig. Aber das hält nicht lange an, wenn die hier neben der Bike-Strecke spielen. Dann haben die auch Bock zu biken. Hey, was erwartet mich beim Alba in der Karte Trail? Ich glaube, du kriegst ein paar Throwbacks zum Racen. Nice. Alter. Was sagst du? Erster Eindruck. Wie geiler Racetrack, Mann. Du geht da das Rennen runter von der Gravity. Junge. Massiv. Ja. Ach, zieh mal durch. Zieh durch. Geil, Mann. Vor allem hinter dir herzufahren ist geil. Cool, oder? Schon? Ja, weil du kennst das Ding in und auswendig. Ich baller dir einfach nach. Ja. Und denk mir, nice, funktioniert. Ja, ist cool. Das sind immer so Überraschungseffekte. Geht das jetzt? Geht das jetzt? Ja, es geht. Der Alba Lakata Trail hat in mir tatsächlich wieder Erinnerungen ans Rennenfahren geweckt. Ein richtig cooler Racetrack, viele enge Kurven und die ein oder andere technische Passage mit dabei. Für den das aber ein bisschen zu schwierig ist, der kann auf den Family und Flow Trail ausweichen. Seht ihr das, wie geil diese Rahmenschutzfolie hier durchkommt mit dem Wald? Das schön, schaut ja richtig geil aus. Das wird meine neue Rahmenschutzfolie. Ich glaube, dass das jetzt sogar noch geiler ist für dich mit dem Bike, weil du bist da und fast zu groß. Weil in dem Video noch so viele geile Sachen kommen, war das recht knapp gehalten und ihr habt nur die großen Sprünge gesehen. Allerdings, Family und Flow, tatsächlich sehr, sehr weit gesteckt, eine sehr breite Strecke und definitiv für Anfänger super geeignet. Man kann alles abrollen und kann wirklich weit vorausschauen. Room Tour, boah, schaut nicht so geil aus. Boah, also mein Rig, gerade bei Rig am Start, da kriegen wir so das Downliner. Ansonsten relativ Chaos, aber es hält sich nur in Grenzen, also es geht noch. Ganzen Tag richtig geil abfahren geschreddert und jetzt gönnen wir uns, wie Sportler das so machen, eine ordentliche Pizza. Und zwar gibt es hier direkt nebenan einen nice Pizzaspot. Was gibt's Geiles wie noch ein Rahl von Pizza? Nichts Besseres. Ehrlich. Zeigst du mir morgen ein bisschen was auf deinem Trailbike? Ja, zu denen kann man noch. Halt downhill und morgen geht's mal zu mir nach Hause und dann zeige ich euch mal, wie ich aufgewachsen bin. Da bin ich tatsächlich gespannt. So, die Pizza haben wir im Bauch und wir halten natürlich die halbe Stunde Fußweg ein, bevor wir ins Wasser gehen. Aber wir holen uns jetzt hier noch eine kleine Abkühlung im Tristacher See. So schaut's aus. Also das war jetzt nochmal der Plan. Die Sonne steht eigentlich relativ gut. Vielleicht haben wir echt noch ein bisschen Sonne, das wäre natürlich Premium. Was halt cool ist, im Sommer geht die Sonne genau drüber. Also über den See, man hat die ganze Zeit Sonne. Was jetzt mega cool ist, wir sind leider ein bisschen spät dran, aber es soll kein Problem sein. Und dann, der Berg ist mitten in den Bergen. Der Berg ist ja schon. Der See ist tatsächlich mitten zwischen den Bergen. Und das muss ich auf der Karte angucken, ist ziemlich geil. Und kleiner Spoiler, es gibt ja auch einen Campingplatz. Genau, der ist gleich nebenan. Also der ist gleich da. Ja. Direkt ein Sunlight gespottet. Leute, Aktivcamper. Und an alle Camper unter euch, ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Link reingehauen mit allen Campingplätzen, die Osttirol zu bieten hat. Ich springe hier. Das ist nicht gut für die Bandscheibe.
Ich kann nur wegducken, weil ich habe Rücken. Junge, ist der Typ da. Wassertemperatur? Es ist eigentlich relativ angenehm. Also man meint, es ist kalt, aber es geht voll klar. Also ist echt geil. Noch ein Riden, noch ein Pizza essen, geht dann einfach da rauf. Ich kann nur komplett chillen. Morgen geht's weiter. Alter, ich bin fast die Einfahrt nicht hochgekommen, Junge. Ja, das ist echt. Einen wunderschönen guten Morgen, Tag Nummer 2. Wir sind bei Gabriel zu Hause. So ist es. Und wir machen einen kleinen MTB Crips. Er zeigt uns seine Hood. Die Hühner zeige ich euch. Die sind echt geil. Jeden Morgen frische Eier. So kann man den Tag einstarten. Da drüben auf jeden Fall ein paar Paletten zum Trainieren. Natürlich, jeder Trailbiker kennt es, glaube ich. Da ist auch recht spannend. Da haben wir irgendwie so ein Secret-Ding gebaut. So ein Rail. Genau, das kommt aber später das Jahr, dann seht ihr, warum das in meinem Garten steht. Da ist unser Bodentrampolin, gerade noch überdacht. Da ist so eine kleine Hütte, da ist die Backflip-Rampe, Bunny-Hop-Setup, alles, was man halt so braucht. Genau, ich würde sagen, danach starten wir noch eine kleine Tramp-Sesh und ich zeige euch noch in den Keller und das Home-Gym. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, ob du mir vielleicht den, wie heißt der, Food? Der Food-Gym-Whip. Food Jam Tail Whip eigentlich. Food Jam Tail Whip. Ja, genau. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Die alten Bikes sind oben tatsächlich. Die sind im Unterdach. Speicher. Ja, genau, im Speicher quasi, kann man so sagen. Kommt man in meiner. Komm von dir, ein Deck von mir. Ja, das ist schon echt geil da. Wenn ich mir da in den Arsch aufreißen muss beim Trainieren, dann weiß ich wenigstens, warum ich das mache, weil da die ganzen Bikes stehen und ich will halt im Sommer meistens fit sein. Und wenn ich da trainiere, mache ich es mehr oder weniger fast nur im Winter, weil im Sommer bin ich so viel auf den Bikes. Wo schraubst du? Boah, okay. Also, das ist so quasi da, wo ich immer schraube. Das ist der Mini-Workshop. Das ist echt der Mini-Workshop. Ja. Nein, es schaut momentan nicht so gut aus. Da ist ein bisschen Chaos. Ich bin auch viel am Zusammenbauen. Das nächste Radl ist schon am Aufbauen tatsächlich. Leute, wer auf so einem Tisch schrauben lernt und schrauben kann, ja, der kann überall schrauben. Der kann auf dem Rennen schrauben, bei Regen, im March, ist egal wo. Aber wenn du es hier lernst, ja, dann kriegst du es überall hin. Startnummer natürlich jeder Klassiker. Startnummer kottet man sich natürlich meistens auch auf. Ich habe alle meine Startnummern irgendwann. Schön, oder? Nach dem dritten Umzug. Ich hatte so viele. Also wirklich in 12 Jahre Rennen fahren. Ich hatte so viele Startnummern. Dann habe ich irgendwann gesagt. So, mehr mag ich sagen, irgendwann ist vorbei. Also das sind eh viel zu viel. Ein paar Preise am Start, noch so eine Pinwand. Da kann man natürlich auch noch sehen. Das ist auch noch recht cool. Da sind so die früheren Zeiten. Da ist der Helm quasi. Da bin ich nur zu 3 Motorrad gefahren. Ist jetzt ein bisschen schlechtes Licht. Ich hoffe, man erkennt es. Da quasi die Downhill-Preise und so. Ihr wisst genau, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe, keinen kleinen. Das Ding wäre mein absoluter Tod. Und ich bin einfach froh, schon 11 Jahre älter zu sein, um das nicht mehr machen zu müssen. Aber Gabriel haut jetzt mal eine kleine Session raus. Freunde der Nacht, ich habe mir den Helm aufgezogen und jetzt versuche ich den Food Jam Tail Whip. Also ich kenne es nur von anderen, die es mal probiert haben. Man ist beim Anfang, glaube ich, schon ein bisschen zittrig unterwegs. Ja. Rechts einlenken, mit dem rechten Fuß aufs Vorderrad und dann einfach mal spinnen. Also ich mache es jetzt opposite. So quasi, okay. Mein opposite sein schon. Du musst dann mit dem rechten Fuß vorne drauf. Gell? Ja, genau, du musst ja mit dem rechten Fuß vorne drauf. Oh Gott, ich bin den Fuß gar nicht vom Pedal nehmen. Ja! 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 Alter, das ist es! Das ist perfekt! Irgendwann. Ja! Oh. Ja! Alter, das ist perfekt! Ich würde sagen, wir gehen Mountainbiken, das macht so im Regen mehr Spaß als Trailen. So ist es, und jetzt fängt es eh an zu regnen. Deswegen. Bevor ihr es in die Kommentare schreibt, ja, es war ein Canyon, aber ich habe es mir nur ausgeliehen von Gabriel. Wir müssen echt mal sagen, hochqualitativer Content jetzt wirklich einmal. Also sowas sieht man echt in alle Tage, nicht einmal auf meinem Channel. Jetzt könnt ihr den echt einmal ein bisschen gönnen und likes das Video mal und subscribes. Danke. Ihr habt's gehört, drückt den Abonnieren-Button. Herzlich willkommen am Großglockner. Guck mal, da hinten ist Sonne. Ja, das wäre echt Sonne, da müssen wir rauf. Ne, das ist leider nicht. Wollt der Trail entlang, man ist schon oben. Gemütlicher Einstieg auf jeden Fall. Schon ein geiler, flauriger Trail. Sind mal wieder so kleine Kurven hier. Hintergrund das geile Panorama. Ja,
Einen solchen alpinen Flowtrail mit so viel Panorama bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Absolute Empfehlung. Oberer Teil bis zur Mittelstation Prime. Ist Wetter jetzt da oben. Alter, aber das ist auch mega flowig, muss man mal ehrlich so sagen. Der Boden ist geil. Nice Jump. Nice. Junge, geiler Boden. Das macht richtig Bock. Es war eigentlich keine Absicht, den Schwung auszulassen. Leute, das ist so geil. So geil, Mann. Ich bin komplett geflasht, wie viel Spaß ich gerade auf dem Fahrrad habe. Ja, weil das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also so eine Euphorie, so viel Spaß habe ich bei keiner anderen Sportart wie beim Mountainbiken. Ja, das stimmt, das ist schon echt lustig gewesen. Also weder beim Skifahren noch beim Snowboarden noch irgendwie was anderes. Also sowas wie jetzt gerade eben, das unbezahlbare Mountainbikesport. So ist es echt geil, ja. Und auch hier hat das Großglockner Bike Resort mal wieder was für alle Bikefreunde am Start, und zwar auch für die Single Trail Liebhaber. Dieser Single Trail hat mir so viel Freude gemacht, auch im Regen. Ich glaube, man hat's rausgehört. Oh, Junge, wie er die Steine wirft, ey. Geil, Mann. Wir lassen es uns jetzt noch richtig gut gehen, fahren hoch zur Adler Lounge, gehen da was richtig Geiles essen. So schaut's aus. Ja, Mann, irgendwas mit View. Nehmt ihr uns jetzt das Essen? Hallo, ich bin Charlie und habe eure Bestellung dabei. Geil. Ja. Schnitzel Pommes, ist das so ein Standardessen bei dir? Ja, schon. Und auch? Einfach in den Salat einfach ein bisschen Salz rein tun. Das ist immer gut. Man braucht ihn gar nicht kosten. Ein bisschen Salz ist immer gut. Wusstet ihr, dass er Höhenangst hat? Alter, meine Höhenangst kickt echt. Also, obwohl es nicht hoch ist, aber Alter, allein weil das ein bisschen wackelt, wäre ich richtig nervös. Also. Der Gabriel ist keiner, der stillsteht. Und hier in Osttirol hat er beste Bedingungen zum Trainieren. Ich danke dir vielmals, dass du mir deine Hometrails gezeigt hast. Auf jeden Fall. Und falls dir das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Ja, so ist es. Danke. Ja, in diesem Sinne, danke nochmal fürs Vorbeischauen. War echt mega lässig. Vielleicht fahren wir nochmal. Perfekt, das auf jeden Fall. Also irgendwann holen wir das nochmal nach und bei besseren Bedingungen vielleicht, wie heute Morgen. Abschütteln konnte er mich nicht. Bestimmt.